Hallo und herzlich willkommen zu Mafia 2. Wir befinden uns immer noch im Gefängnis von Empire Bay mit den kriegsgrämig reinschauenden Wachmännern, die uns alles andere als wohlgesonnen sind. Wir sind immer noch niemand Geringeres als Vito Scarletta, ein aufstrebender Gangster, der nun für seine Minijobs quasi erstmal einsitzen muss. Also die neue Putzfrau, hä? Komm mit. Genau. Und wir wurden zur neuen Putzfrau degradiert. Hier sehen wir für alle weiblichen Zuschauer ein paar knackige Jungs beim Duschen. Sicher die reinste Folter. Haltet jetzt die Klappe! Und zwar alle! Ja gut, dann beseitigen wir hier mal ordnungsgemäß die Sauerei. Es hilft alles nichts. Das sieht doch blitzblank aus. Wunderbar. Also ich glaube, die Flecken da gehen nicht mehr raus. Ah, oh, das macht Spaß. Herrlich. Mensch, nehmen wir hier die gleich rechts. Vielleicht kriegen wir ja diese leicht bläulichen Schlieren raus. Was meint ihr? Ja, ja. Wunderbar, ja. Putz weiter, sonst setzt was. Sag mal. Wir haben ja gerade frisch geputzt. Es fällt ja eigentlich ein, den Typ kann ich eh nicht leiden. Wobei, die sehen alle relativ ähnlich aus. Richtig unverschämt, dieser Wachmann. Hey, das ist immer noch voller Dreck. Putz das nochmal. Und das gleiche Spielchen von vorn. Immer noch der gleiche Enthusiasmus, den wir an den Tag legen. Einmal hoch und dann runter. Und sauber ist das Ding. Also ich glaube, seine Blase wird leer sein, deswegen macht er dieses Spielchen nicht nochmal. Sollten wir hier eigentlich jetzt fertig okay, sein. Okay, das reicht. Jetzt darfst du mit dem restlichen Kroppzeug unter die Dusche gehen. Vorwärts. Richtig nett. Okay, Scarletta. Klamotten runter und ab unter die Dusche, wenn ich bitten darf. Ja, hoffentlich fällt uns die Seife nicht herunter. Das wäre der Abschluss für einen beschissenen Tag. Hallöchen. Wir haben gar keine Seife, glaube ich, also kein Problem. Wieso dauert das so lang? Bewegt eure Ärsche! Hey, Frankie, wir haben hier noch eine Kleinigkeit unter Männern zu erledigen. Geh raus und rauch meine Kippe. Geht klar. Amüsiert euch gut, ihr perversen Säcke. Deine Narben ziemlich aufregend, mein Hübscher. Woher hast du die? Tut mir leid, Schwuchtel. Du hast dir den falschen Arsch ausgesucht. Wir können's auf die sanfte Tour machen. Oder auf die harte Tour. Such's dir aus. Ich geb dir einen Rat. Fick lieber deine Knastschwester. Oder noch besser. Fick dich selbst. Okay. Ich mag's sowieso lieber hart. Okay, der etwas, ja, etwas aufdringliche junge Mann hier, ja, der etwas untersetzte junge Mann mit dem Schweinsgesicht möchte sich uns hier unerlaubterweise nähern, aber da hat er die Rechnung ohne den Wirt bzw. den Vito gemacht und er geht auch schon das erste Mal in den Boden, wir werden ihn gleich packen hier jetzt mit einem Finishing Move. In den Wabbelbauch. Geht er auf die Bretter, wissen Sie, auf die. Ja, auf die Duschplatten. Oh, 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 sein tätowierter Freund hier ist ein bisschen heftiger. Dennoch nur ein bisschen. Den werden wir hier auch gleich ins Reich der Träume schicken. Dann werden hier wilde Schwinger ausgeteilt. Er hat gesessen. Wunderschöne Kombination und. Angenockt ist er. Er ist einfach zu langsam. Und er fängt sich immer wieder die Rechts-Links-Kombi ein. Und. Was? Der wohlverdiente Kick ins Gesicht. Moment! Was zum Teufel geht hier ab? Und wo ist Frank? Ja, was ist. Komme ich hier eins auf die Mütze? Was ist da los? Frank ist ein richtiges Arschloch. Und das ist heute für dich gekommen. Wirf mal einen Blick drauf. Könnte wichtig sein.
Nein! Mama war gestorben, während Francesca mich besuchte. Statt für einen guten Arzt und ein Hochzeitsgeschenk ging jeder Penny, den ich besaß, für die Beerdigung drauf. Mr. Galanti will dich sprechen. Komm mit. Schön, dich zu sehen. Was ist passiert? Die Iren wollten ihre Chancen verbessern. Ein paar von ihnen haben Pepe gestern aufgelauert. Das waren mehr als nur ein paar. Wir sollten ihm diese Scheiße nicht durchgehen lassen. Was habt ihr denn vor? Pepe hat sich was ausgedacht. O'Neill trainiert gerade. Und zwar Mutterseelen allein, hinten bei den Hanteln. Keine Wachen, weit und breit. Prügel die Scheiße aus ihm raus. Brich ihm ein paar Knochen, wie sie es bei mir gemacht haben. Alles klar? Ja, alles klar. Na dann, komm mit. Hals- und Beinbruch. Ich stehe hier, Schmiere. Wenn Wärter kommt, gebe ich laut. Okay. Dann los, zeig's ihm. Hey, O'Neill. Ich habe ein Wörtchen mit dir zu reden. Das trifft sich gut. Ich mit dir auch. Komm her, Tussi. Das ist doch mal ein Zufall, dass wir hier beide ein Wörtchen miteinander zu reden haben. Der gute O'Neill, der sich hier auch den ersten Jab einfängt. Ganz nett, Tussi. Ist einfach zu langsam, dieser Ire. Ich glaube, das wird heute nicht sein bester Tag sein. Wir müssen uns revanchieren. Die haben Pepe übel zugerichtet, den wunderschönen Pepe. Das können wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen. Also ich glaube, der ist bald fertig. Ja, in diesem Moment ist er fertig. Der Ellbogen ins Genick, beendet die Geschichte. Scheiße, bist du aus Beton? Da musst du dich schon mehr ins Zeug legen, Süße. Okay, beende die Geschichte vorerst nicht. Aber jetzt ist er bald am Boden und ich glaube, einen zweiten Niederschlag wird er nicht überstehen. Wenn er einen irischen Bettungsschädel besitzt. Oh oh. Deine Fresse. Es wurde alles geregelt. Sie haben nie herausgefunden, wer es war. Leo kannte die richtigen Leute und ließ mich in seine Zelle verlegen. Naja, es war eher eine Suite. Das Leben wurde von Minute zu Minute besser. Und Vito? Was hast du vor, wenn du aus diesem Drecksloch rauskommst? Weiß ich noch nicht. Eins steht jedenfalls fest, ich arbeite nicht wieder für Clementi. Ja, halt dich am besten von dem alten Schweinehund fern. Glaub mir, Alberto ist nur ein dummer Wichser. Und den Anwalt hat er dir garantiert nur spendiert, damit er aufpasst, dass du nicht singst. Aber keine Sorge, das wird ihm noch leid tun. Leute für Geld in die Familie aufzunehmen, das verstößt gegen unser Gesetz. Ich bin gespannt, wie er das begründet. Muss er das? Ich dachte, Clementi ist der Boss. Du hast offenbar keine Ahnung, wie der Laden läuft. Pass auf, es gibt mehr als eine Familie in Empire Bay. Es gibt drei und jede kontrolliert ihr eigenes Gebiet. Für alle gelten dieselben Gesetze. Und wenn es Unstimmigkeiten gibt, treffen sich die Familienbosse und klären die Sache. Auf höchster Ebene. Na toll, heißt das, ich krieg auch Ärger? Nein, wie kommst du denn darauf? Du bist jung, hast Krebs und du kannst deinen Mund halten. Du bist genau die Sorte Mann, die jeder gern in seinen Reihen hat. Ja, aber ich kenne die anderen Typen nicht mal. Neben Clementi gibt es noch zwei Bosse. Der eine ist Carlo Falcone, der andere Frank Vinci. Carlo ist jung und ehrgeizig. Der Kerl ist völlig durchgeknallt. Ja, das auch. Ein Emporkömmling. Während Don Vinci ein Ehrenmann ist. Er hält auf Tradition. Sie kennen die beiden? Tja, könnte man sagen. Ich bin Frank Vincis Consigliere. Ein normaler Rentner kann sich sowas kaum leisten. Weißt du was, Vito? Ich komme in ein paar Monaten raus. Und dann?
sehen wir mal, ob wir an deinem Strafmaß was drehen können. Pepe, komm her. Probier mal. Galanti hatte nicht zu viel versprochen und dafür gesorgt, dass ich früher rauskam. 3,5 Jahre früher, um genau zu sein. Joe hatte mich regelmäßig besucht und mir erzählt, was sich draußen so alles abspielte. Aber als ich dann durch das Gefängnistor ging, kam ich mir vor wie in einer anderen Welt. Wow, da sind wir also wieder auf freiem Fuße. Nachdem wir unseren irischen Freund O'Neill, ja, wie soll man sagen, kalt gemacht haben. Gut, aber er hat angefangen. Hier sehen wir schon die schicken Autos der 50s. Hat sich schon einiges getan hier, fuhrparktechnisch, glaube ich. Wir haben auch keinen Winter mehr. Wobei, der Winter hat mir atmosphärisch, muss ich echt sagen, besser gefallen. Sah auch grafisch cool aus. Sommer ist so ein bisschen 0815, da kommt das Spiel bisschen veraltet drüber, was es nun einmal auch ist. Aber nichtsdestotrotz gar nicht schlecht für 2011. Gehen wir mal unseren alten Freund Joe besuchen. Wer ist denn das hier? Hallo? Versieh dich. Ah, versieh dich. In Ordnung. Wir sind nicht erwünscht oder was? Also immer noch dieselben freundlichen Bewohner hier. Hallo? Oh, sie kennen wir doch. Sie kennen wir doch, oder? Nein, nein. Was für Argumente, wow. Vito, hey, bist du ausgebrochen? Schön, dich in normalen Klamotten zu sehen. Endlich wieder auf der richtigen Seite des Gitters, hä? Willkommen zu Hause, komm rein. Mann, es hat sich viel verändert, während ich weg war. Das kannst du laut sagen. Hey, es ist zwar nichts Besonderes, aber ich habe dir ein nettes kleines Apartment besorgt. Danke. Ich habe eine Überraschung für dich. Heute Abend feiern wir. Ich stell dir einen neuen Freund von mir vor. Ich liebe Überraschungen. Du brauchst ein bisschen Bares, eine kleine Starthilfe. Hier, fürs Erste. Ich habe auch eine Knarre für dich, wenn du eine willst. Ah, hier. Kann man immer brauchen. Was hast du jetzt vor, wenn du wieder ein freier Mann bist? Ist doch klar. Ich will wieder mit dir zusammenarbeiten. Freut mich. Ich hatte schon Angst, dass sie dich da drin bekehrt haben. Nein. Ich habe im Knast eine Menge Kontakte geknüpft und viel gelernt. Inzwischen weiß ich, wie der Hase läuft. Sehr gut. Ich habe nämlich nicht auf der faulen Haut gelegen, während du gesessen hast. Keine Angst. Ich zeig dir, wo was läuft. Wie immer. Worauf warten wir? Ziehen wir los. Du lieber Himmel, seit wann hast du denn Hummeln im Arsch? Ach, scheiß drauf. Komm, gucken wir uns deine Bude an. Wir nehmen meinen Wagen und fahren zu deinem neuen Vermieter. Setz du dich ans Steuer, damit du wieder ein bisschen Übung kriegst. Hoffentlich hast du im Knast das Fahren nicht verlernt. Hey, keine Panik. Das ist wie mit dem Fahrradfahren. Klar, nur dass es kein Vermögen kostet, wenn du ein Fahrrad schrottest. Schon gut, ich hab verstanden. Deinem Baby passiert nichts. Das will ich auch schwer hoffen. Ach übrigens, die Autos haben sich ziemlich verändert, seitdem du in Bau gewandert bist. Deine neue Bude ist einfach die Straße runter. Sie wird dir gefallen. Ah, wir nehmen doch... Stimmt. Der hat gesagt, wir nehmen seinen Wagen. Wir müssen jetzt nicht unnötigerweise unseren schönen Ptomac, unseren getunten, schrotten. So wie jetzt. Schön, dass du wieder da bist. Ist nicht schlecht gelaufen, als du im Knast warst. Aber jetzt, wo wir wieder zusammen sind, kann uns nichts mehr aufhalten. Henry mal gesehen? Nein, schon ein paar Jahre nicht. Er hat sich ziemlich beschissen gefühlt wegen der Geschichte. Was hast du denn so getrieben? Wir konnten ja nicht offen reden, wenn du mich besucht hast. Tja, nach der Scheiße, die Clementi und dieses Arschloch Luca mit uns abgezogen haben, bin ich zur Falcone-Familie und hab für sie gearbeitet. Echt? Ja, wart mal den Abend ab. Wie gesagt, ich habe eine Überraschung für dich. Brauchst nicht zu fragen, ich verrat's dir sowieso nicht. Oh Mann. Entspann dich, ich habe das wochenlang geplant. Das ist es ja gerade. Hey, wir sind hier doch nicht auf der Autorennbahn. Beherrsch dich, ich bin in Eile. Also, da hat Joe eine Überraschung für uns. Wollten wir nicht eigentlich bei Don Vinci anheuern, weil Leo sein Consigliere ist?
War das nicht unser ursprünglicher Plan? Ich weiß nicht, ob das Leo und Vinci so cool finden, wenn wir auf einmal für die Falcone-Familie tätig werden. Jetzt abhauen. Ach ja, der Eingang zu deiner Garage liegt in der Seitenstraße da. Danke, Joe. Echt nett von dir. Hey, übrigens der Schuppen, wo wir heute Abend hingehen. Erste Sahne. Genau meine Kragenweite. Schauen wir uns mal unser neues, unser erstes Eigenheim an. Ist in der obersten Etage. Das heißt, im Sommer wird es angenehm warm. Aufzüge gibt's, glaube ich, anno... Was haben wir? 51, okay, nicht? Okay, da wären wir. Ich bin sicher, dass Sie sich hier wohlfühlen werden. Ich wohne in einem ähnlichen Apartment. Wie Sie sehen, hat es sogar Telefon. Und das ohne Aufpreis. Wo kommst du, gruseliger Mann, denn auf einmal her? Und hier ist das Bad. Sauber und modern. Und so viel heißes Wasser, wie man will. Das ist gerade richtig gruselig, finde ich nicht? Ich dachte, ich wäre jetzt hier alleine für mich und... Und hier ist das Schlafzimmer. Komplett mit Bett. Groß genug für zwei. Auch für drei. Oh, du kleiner... Und es quietscht nicht. Na, schweinischer Makler, du. Sie werden viel Freude mit Ihrem neuen Apartment haben, Sir. Falls Sie Fragen haben, nur keine Hemmungen. Nur eine. Wann gehen Sie endlich? Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, ich muss noch zu einem anderen Interessenten. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Okay, und hier haben wir direkt den Fluchtweg, also die Feuertreppe am Fenster, was ein großer Pluspunkt ist, würde ich sagen, der größte Pluspunkt für uns als Teilzeitgangster. Dann holen wir uns mal unseren Freizeitanzug. Wir haben doch hier noch, wo ist denn unser schicker gekaufter Anzug? Wir hatten doch einen schwarzen Anzug, oder nicht? Dann ziehen wir eben den hier. Das ist er doch, ja. Völlig falsch angezeigt, meine Güte. Ach. Wie heißt er? Richard Beck. Hoffentlich kommt der Interessent bald. Ich habe heute viel zu tun. Der Wohnungsmarkt boomt. Nicht schlecht, nicht schlecht, Richard. Freut mich für dich. Bist ja ein netter Zeitgenosse. Wir haben ja ein Magazin. Oh la la. Playmate 17, Kapitel. Ah, okay, das haben wir jetzt hier gefunden. Wunderbar. Und dann gehen wir mal nach draußen. Schnappen uns einen fahrbaren Untersatz und dann treffen wir uns einfach mal mit Joe. Wenn es hier schon... Nö, ich dachte, es wird dunkel, aber ist es nicht. Und ein netter Mensch hat unsere Autos einfach... in die Garage gebracht. Das finde ich ja extrem korrekt. Na Leute, hier ist nicht mehr nur ist die Schlitten, aber immer noch heiß, hä? Ui, ui, wie weit müssen wir denn überhaupt fahren? Nur damit ich das weiß. Ob ich einen Cut reinbauen muss? Nö. Nicht nötig. Ich glaube, die Distanz übersteht ihr und dann sind wir auch mal hochgradig gespannt auf die Überraschung, die da Joe für uns hat. Wahrscheinlich werden wir in die Familie aufgenommen. Das ist meine Spekulation. Das hat er für uns klar gemacht. Aber ich würde sagen, falls es so kommt, dann brocken wir uns damit erstmal mehr Probleme ein, als dass wir damit lösen. Und was ich auch extrem positiv finde an Mafia 2, die Polizei ist lang nicht so penetrant wie die Ordnungshüter in Mafia 1. Das heißt, wir werden ja nicht für jedes Tempovergehen gleich zur Kasse gebeten. Gleich bei Joe. Und dann geht's zur Überraschung. So. Da wären wir. Müssen wir jetzt hier wirklich wieder das Treppenhaus hochlaufen an diesen unfreundlichen Menschen. Wieder jemand Neues. Wir würden es eh nur wegjagen. Kann nicht noch mehr Körbe vertragen. Und hier, du so. Ist fit? Lass dir schmecken, alter Mann. Mein Gott, ich dachte schon, du kommst nicht. Feines Stöffchen steht dir. Danke. Also, was läuft heute Abend? Wart's ab. Ein Freund von mir kommt gleich vorbei. Ich habe ihn kennengelernt, während du deinen kleinen Urlaub genommen hast. Führ dich anständig auf. Er ist nämlich ein wichtiger Typ. Ach ja? Er muss gleich hier sein. Wer sagt's denn? Hey, Joe! Hey, Eddie, wie läuft's denn so? Na, bestens, kann mich nicht beklagen. Ist das dein Kumpel? Ja,
Das ist Vito. Vito, das ist ein Freund von mir, Eddie Scarpa. Freut mich, Eddie. Ganz meinerseits. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin am Verdursten. Gehen wir. Hey, Vito, fährst du? Ich habe ein bisschen was getrunken. Und? Hast du ihm schon gesagt, was wir vorhaben? Nein, er weiß nur, dass es eine Überraschung ist. Sie wird ihm gefallen. Das hoffe ich doch schwer. Aber wer weiß, vielleicht haben sie ihn ja im Knast umgepult. Hey, was quatscht ihr denn da? Keine Panik. Wart's ab. Na komm, Joe, lass die Katze aus dem Sack. Hey, der stirbt ja fast vor Neugier. Wir sagen's ihm im Auto. Okay, fahr los, Vito. Vielleicht sagst du mir endlich, wohin? Richtung Oyster Bay. Wow, Oyster Bay, ganz schön weit weg. Jetzt will ich aber doch erfahren, also, was wir hier vorhaben. Dir im Bau am meisten gefehlt, Vito. Freiheit. Ja, und was noch? Ja, Halt, Weiber, Baseball, einfach alles. Ja, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Fahren wir zu einem Baseballspiel? Nein, wir gehen in den besten Puff der Stadt, Vito. Puff? Ich hätte lieber Baseball-Tickets. Warum ziehst du so ein Gesicht, Vito? Bist du dich nach all den Flautejahren nicht ein bisschen amüsiert? Keine Panik, Vito. Die Mädels da verstehen ihr Handwerk. Wenn du nicht mehr weißt, wie es geht, bringen sie es dir wieder bei. Das wird ein Heidenspaß. Hab dein Auge auf mich, dass ich mich nicht volllaufen lasse. Ich muss heute noch was erledigen. Noch was außer Vögeln und Saufen? Du weißt, wie das ist. Das Geschäft steht immer an erster Stelle. Na los, Vito, steig in die Eisen. Das lassen wir uns natürlich nicht zweimal sagen. Olé, wir fahren in Puff nach Barcelona. Hey, Empire Bay. Nicht auf der Autorennbahn. Ja, was nun? Das ist... Ja. Wir freuen uns einfach. Deswegen mit Vollgas zum Ziel, ja? Der beste Puff der Stadt. Lassen wir uns doch nicht entgehen. Okay, also meine... Wow, meine Familieneinführungstheorie war mal komplett ein Griff ins Klo. Das ist der beste Puff in der Stadt. Ach du Scheiße. Also ich habe mit Leo Galanti über dich geredet, Vito. Er meinte, dass du Mumm in den Knochen hast und er hat mir von der Scheiße erzählt, die Clementi mit euch abziehen wollte. Aber mal unter uns, Vito, warum hast du diese Karriere gewählt? Ich meine, wir haben alle unsere Gründe. Tja... Oh ja. Weil ich... Ich möchte ungern wie mein alter Herr enden und... Oh nein. Ja. Mir hilft keiner, also muss ich mir selbst helfen. Okay. Ja. Okay, jetzt verzieh dich, Baby. Also, hör zu, Vito. Ich arbeite für Carlo Falcone und wir haben vor, unsere Firma zu vergrößern. Joe arbeitet schon eine Weile für uns und da du sein Freund bist, würden wir dir auch gerne einen Job anbieten. Interessiert? Ja, klar bin ich interessiert. Okay, darauf trinken wir. Auf euch, Jungs. Na denn. Und auf eine glänzende gemeinsame Zukunft. Hoch die Tassen. Ich kann heute Abend nicht so viel trinken. Ich hab noch was Geschäftliches vor. Carlo hat was in der Birne. Er interessiert sich für Dings. Du weißt schon, Astrologie. Nein, du meinst Astronomie. Ach, hau ab, du blöder Schwanzwärmer. Verdammt! Tut mir leid, Ladies. Ich muss jetzt leider gehen. Wenn du schon dein Maul benutzen musst, dann... Besser, wir gehen jetzt. Vito! Ja, gehen wir. Hey, steh auf, Joe! Ja.
Ich verschwinde. Gute Nacht, ihr Lutten. Wo zum Teufel ist mein Auto? Das muss jemand geklaut haben. Hey, ruf die scheiß Bullen. Bist du blind? Ich steh direkt davor. Hä? Ach ja, gut. Wo sind meine Schlüssel? Vito fährt. Er hat am wenigsten geblechert. Ja, das nächste Mal, Joe, organisierst du uns mehr Pussys und weniger Sprit. Gut, während wir hier nach einer durchzechten Nacht nach Hause fahren, machen wir doch erstmal, beziehungsweise bevor wir nach Hause fahren, machen wir eine kurze Pause. Ich muss leider erstmal pausieren, weil sonst babbeln die hier immer weiter und das wollen wir das nächste Mal hören, wo es hingeht, wie sich die Geschichte entwickelt. Ja, erstmal sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut meine anderen Videos an, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen und ein Abo da. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. So, das wäre vorerst alles, worum ich euch bitten würde. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Time for me. I've been flying from town to town.